warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Wir müssen heute mal über ein ernstes Thema reden. Weil im Shop gibt es eine Torexplosion, die sehr, sehr selten ist. Und zwar im Shop gibt es die Torexplosion Elektroschock in Grau. Denn Elektroschock an sich, keine so seltene Torexplosion. Aber Elektroschock in Grau gibt es nur im Shop. Das ist ein Shop-exklusiver Gegenstand. Und ich glaube, den gibt es auch das allererste Mal im Spiel. Es ist ein Hot-Take, aber graue Torexplosionen sehen scheiße aus. Graue Torexplosionen sind super, super wertvoll. Aber ich habe noch nicht eine einzige gesehen, die geil aussieht. Das sieht immer ranz aus. Ich meine, ich kaufe mir das jetzt für 2200. Ich muss ja immer noch dasselbe Out-Design benutzen für noch irgendwie eine Woche oder so. Deswegen, ich habe Bock auf Abwechslung. Deswegen kaufe ich mir auch Dark Matter in Titanweiß. Weil wenn man sich das ertradet, kostet das auch so, ich glaube, 1000 Credits. Also so gesehen auch ein wertvoller Gegenstand. Ich meine, Gegenstände, die du im Shop holst, die kannst du nicht tauschen. Ich nehme es trotzdem mal. Also ich will es kurz nochmal reinwerfen. Elektroschock in Normal sieht cooler aus als Elektroschock in Grau. Und weil ich finde, dass Elektroschock so viel cooler aussieht, würde ich gerne einen Elektroschock verschenken. Ihr wisst wieder, wie es läuft. Kommentiert einfach irgendwas und von den Leuten, die kommentieren, suche ich eine Person aus und die wird Elektroschock bekommen. Ihr müsst dafür aber PC-Spieler sein. Wenn ihr Konsolenspieler seid, geht das nicht, dann kann ich nicht mit euch handeln. Schreibt bestenfalls auch noch euren Epic Games Namen dazu, dann kann ich euch einfach ganz leicht einladen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Und ich habe auch gerade einen ganz guten Lauf. Ich glaube, aus den letzten 10 Spielen habe ich 7 gewonnen. Was dafür spricht, dass es jetzt furchtbar läuft und ich in der Aufnahme alles verlieren werde. Aber wie ist denn eure Meinung zu grauen Gegenständen? Weil der graue Dominus ist doch auch sehr wertvoll. Den habe ich auch, ich finde den auch, sieht auch nicht geil aus. Um aufzusteigen, müsste ich, glaube ich, 8 Spiele jetzt am Stück noch gewinnen. Oh, er hat Regel Nummer 1 aufgelöst. So, da kommt der Metal Teammate. Oh, er bleibt vorne. Oh, der geht sogar rein. Wie geplant. Biu. Ich meine, das sieht... Okay, das Positivste ist, das sieht jetzt wirklich aus ein bisschen wie so eine Gewitterwolke, wo Blitze rauskommen. Das ist das Positive, was ich davon sagen kann. Zum großen Boost gehen ist einfach ein Fehler beim Kickoff. Macht das nicht. Ihr könnt zum großen Boost gehen, wenn ihr euren Teammate kennt und wisst, dass er den Kickoff gewinnen wird und wisst, wo er den hinhauen wird. Also ist das keine gute Idee. Boah, hat er schön gemacht mit dem Fake. Ich habe nämlich noch ein Training hinzugefügt in meinen Trainingsrhythmus. Und zwar ein Training für Schusspräzision, also nicht nur Schusswucht und alles, sondern auch... Gott. Schade, dass sie mit mir eben den Bus geklaut hat. Sondern auch Präzision, und das war tatsächlich eine große Hilfe. Ja, ich merke, dass Champions 2 doch irgendwo machbar ist wieder. Und falls ihr natürlich neue seid, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo da lassen, damit ich irgendwann 333.333 Abonnenten reiche. Und ihr könnt euch auch gerne meinen Creator... Oh, hat wieder gewartet, smart. Ihr könnt auch gerne meinen Creator-Code BADEYC eintragen, wenn ihr möchtet. Ich wollte einen Code machen, ich bin gerade so... Nice, bin gerade so ausgewichen. Whoop. Ah, gut. Oh. So da? Nice, schön. Was komisch ist, ne? Schusspräzision hat mir jetzt aber auch irgendwie geholfen, bessere Pässe zu spielen und so. Der Pass war relativ nice. Ich begreife es nicht. Optimal, aber... Okay. Ich wollte jetzt nur über den Gegner spielen, damit ich nicht einen Konter laufe. Ah! Sorry, war ein guter Pass. Sehr gut, der eine geht zurück. Perfekt. Wenn wir jetzt noch einen machen sollten, wäre Deckel drauf. Okay, hier geht auf den Bump, war interessant. Gut, nur überspielen. Team ist safe in der Mitte. Noch langsam, noch langsam. Nicht perfekt, nicht perfekt. Team wird aber zum Glück gut nach hinten rotiert. Das war nochmal gefährlich. Das war legitim jetzt nochmal, das ist gefährlich. Wow. Okay. Ich denke, noch ein Sieg, wir wären Liga 4. Aber wie gesagt, ich brauche, glaube ich, wirklich noch 8 Siege oder so am Stück. Aber ich bin wieder in der Phase, wo ich ein bisschen Selbstbewusstsein habe, dass das vielleicht noch was geben könnte. Weil ich kann es nochmal sagen, mein Ziel ist nach wie vor, dass ich Grand Champ werde zum Ende des Jahres. Da kann man mich jetzt auslachen, wie man will. Aber das ist viel Zeit, das ist machbar. Oh, ich habe Anime-Profil mit dem Team. Geht nicht zum Kickoff, fantastisch. Man sieht Ex-Grand Champ-Spieler ja auch in Champion 1 und Champion 2. Also... Nur weil du einmal Grand Champ erreicht hast, bist du nicht sicher, nicht nochmal abzustürzen. Okay, ich ändere meine Meinung. Ich finde es doch ganz geil in Grau. Das ist vielleicht die einzige Torexplosion, die in Grau ganz geil ist. Oh.
Geil. Problem ist auch, er hat einen schlechten Anime als Profilbild. Ist auch immer ein schlechtes Zeichen. Boah, Teammate, wo bist du denn? Guck mal, was er macht! Guck mal, was er macht! Die und ich haben überhaupt keine Synergie. Alles, was ich mache, regt ihn auf. Und alles, was er macht, regt mich auf. Weil ich will es nur wieder sagen, wo ist er? Ich hoffe, der Boy hat noch ein bisschen Spaß mit seinem Anime. Guckt vielleicht mal einen vernünftigen Anime. Fullmetal Alchemist. Berserk kann man sich angucken. Vinland Saga. Halt was Vernünftiges. Mal was Anständiges. Hoffentlich kein Anime-Profilbild. Wenn der Typ 73 geboren ist, dann ist der richtig alt. Aber dann muss der... Dann hat der alte Mann-Reflexe. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht sind. Ich würde sagen schlecht, aber dann hat der alte Mann-Reflexe. Geh mal hoch. Geh mit. Nice! Da ist er! Da ist er! Okay, ich wusste, dass der Gegner springt, deswegen bin ich nicht mal reingegangen. Wir machen uns gegenseitig kaputt, bin ich fein mit. Den kriege ich nicht. Weggebammt. Nice. Sehr gut. Aber seht doch mal, es läuft doch wieder besser. Ich mache wieder vernünftigere Aktionen. Oder findet ihr nicht? Die einzige Partie, die furchtbar lief, war mit Anime-Profilbild. Nimm, gönn dir. Gönn dir, Teammate. Gönn dir doppelt. Ah. Oh, oh. Kriegt ihr nicht. Das war jetzt Schlangen-Aids. Dieses Tor bekommt den Namen Schlangen-Aids. Ich wollte den von der Wand, den Backboard nehmen, aber der hat die Unterlatte berührt und ist dann nach unten gegangen. Ich glaube, ich hätte ihn wahrscheinlich getroffen. So habe ich nicht getroffen und dann war Panik. Was ärgerlich ist, weil wir haben eigentlich gut geflowt hier im Game. Und jetzt sind wir wieder ein Tor davon entfernt, Schmerzen zu finden von Uhr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe jetzt gedacht, okay, kriege ich einen Pass in die Mitte. Mein Teammate dachte bestimmt, mein Teammate will den haben. Weil ich war, glaube ich, ein bisschen nah dran, kann das sein? Ne, eigentlich nicht. Und die Gegner geben auf! Lol! Aber es läuft besser, Leute. Wenn übrigens sich jetzt sehr viele Leute melden, weil die Elektroschock haben wollen, vielleicht verschenke ich Elektroschock dann zweimal. Nika Casillas. Ja. War funny. Bam. Ist so Kategorie Fußball, wo man glaubt, der ist eigentlich klug. Und dann merkt man, der ist eigentlich ein Trottel. Aber gut. Hab ich. Zu doll gespielt. Was machst du jetzt? Okay. Ich bin auch immer schockiert, wie viele Leute hier in Champion 1 versuchen, einen Ceiling-Shot und einen Flip-Reset und sowas zu machen. Aber keiner kann's. Der fliegt jetzt zwar ganz gut. Es gibt ja auch immer noch Leute, die Bots benutzen in Rocket League. Das gibt's immer noch. Muss man ja auch noch im Auge behalten. Lol. Lass sie mich da einfach durch. Ich meine, war ungefährlich von mir. Jetzt ein bisschen unkonventionell, also nicht gut. Unkonventionell ist nett ausgedrückt für war scheiße. Aber dafür haben wir jetzt ein 2-0. Oder hätten wir heute 3 Siege, eine Niederlage. Und der Trend für mich, der bleibt ja gleich. Es geht nach oben. Ich glaube, wir wären in Liga 4. Ich glaube, ich war lange nicht mehr... War ich vor einer Woche mal Liga 4? Ich glaube, ich war einmal Liga... Aber ich fühle mich gut gerade in Rocket League. Oh nice, der geht rein. Ich passe viel Boost, aber passt. Weil die sind beide auf einen Haufen. Mal hoch. Einmal gebumpt. Ah, schade. Nö. Fast nur getalkt. Aber auch jetzt vernünftig Momentum behalten, weil ich halt Drift gedrückt gehalten habe und dann verlierst du nicht komplett Momentum. Wisst ihr was? Ich will mir die Aufnahme nicht kaputt machen. Wir hatten jetzt gute Partien, 3 Siege, eine Niederlage. Wenn ihr die Torx mit Elektroschock haben wollt, nicht in Grau, wenn ihr normale Elektroschock haben wollt, dann schreibt einfach irgendeinen Kommentar, irgendwas kommentiert, Epic Games Namen am besten am Ende dran. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch was im Shop holt, Creator Code, BadeYT, Abo wäre cool. Bis dahin, Leute, und ciao. Give me ice and fire. You give
giving me wind and rain. You're some kind of bird.